Das ist Marlene und sie ist am Steuer. Wir haben nämlich gerade abgelegt in Saint-Louis. Grüß dich, Marlene. Hallo, Sven. Tag Nummer 4. Es ist mal wieder... Echt schon? Ja, Tag Nummer 4. Die Zeit verfliegt. Du fährst. Ist es langsam Routine, aber beim Ablegen ist immer noch spannend, oder? Ja, wobei da klappt es jetzt ja langsam, sind wir ja eingespielt, ne? Du benutzt dann immer schön den, wie heißt das Ding hier, das Seitenruder-Gedöns da, wie heißt das nochmal? Seitenstrahler, ne? Querstrahler? Querstrahler. Moment, haben wir es noch an, weil der Wind ein bisschen geht. Aber wir gehen jetzt Richtung Rehlingen wieder in die Schleuse rein, fahren zurück nach Merzig, haben noch vor, dass wir nach Saarburg fahren. Mhm. Das wird eine etwas längere Tour und werden heute in Merzig anlegen, mal gucken, wie der Wind ist in Merzig. Entweder gehen wir an die Wand, also an diese... Oh, ich habe den Namen jetzt vergessen. Von dieser Spundwand, genau, so heißt die. Ah. Oder wir werden anlegen an... im Hafen, so. wie war die Nacht? Die war durchwachsen, weil du hast einen leichten Schlaf, oder? Ja, ich habe einen leichten Schlaf. Also am schönsten fand ich es jetzt tatsächlich in... wie heißt der Ort gestern, wo wir waren nochmal? In Merzig. In Merzig selber, genau, in dem Yachthafen. Das war wirklich der schönste Ort für mich bis jetzt. In der Stadt war, also für einen Tag. Es war übrigens sehr, sehr ruhig. Also man für muss. Dich ist es sehr ruhig gewesen. Ich höre natürlich jeden Pups, ist klar. Aber ich finde es halt mega, um auch mal kurz anzulegen, mal die Stadt anzugucken, mal essen zu gehen. Und dann kann man ja entscheiden, ob man wirklich dort über Nacht bleiben will. Aber das muss man dann auch mit einplanen. Und wenn man in Saint-Louis essen möchte, reservieren. Ja, ist nämlich selbst an einem Wochentag. Hat man nicht gedacht, ne? In Saint-Louis ist da wirklich viel los. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Wind. Fahr ruhig mal hier in der Mitte vom Fluss. Ja, im Moment ist nicht. Und gib mal ein bisschen mehr Gas. Wie viel haben wir denn? 2,8, geh mal auf 5. Dass wir ein bisschen mehr Kraft kriegen gegen den Wind. So. So, erklär nochmal ganz kurz für alle Leute, die ich noch nie gefahren sind. Erklären. So, was machst du da mit deiner Hand? Torpedo. Mit dem Torpedo gebe ich Gas. Gibst du Gas? Genau. Da unten sehe ich. Ja, passt. So, jetzt haben wir ein bisschen Wind. Wir gucken mal gerade auf den Wind. Als wir eben losgefahren sind, waren es 2,4. Ja, das haben wir jetzt. Jetzt haben wir knapp 4,2. Echt? 2,9. Ja, es wechselt die ganze Zeit. Ja, ist mal so, mal so. Wir haben leichte Böden. Deswegen werden wir heute wahrscheinlich an der Kaimauer anlegen. Ja, also nicht im Hafen, ne? Ja. Übrigens für alle Leute, die gefragt haben, ja, muss ich denn unbedingt den Benzingenerator verwenden, um aufzuladen? Die Batterien halten ja circa fast einen ganzen Tag, also wenn man bei normaler Fahrt unterwegs ist. Und ja, dann hat man nämlich die Möglichkeit, an Landstrom, den man überall kriegt, einfach den Torpedo auch aufzuladen, nämlich hier vorne. Also darüber kann ich ihn aufladen und brauche dann gar keinen Diesel. Das ist hier. Ja. Halt ein Hybrid, ne? Man kann beides haben. Hybrid. Man kann also, eine Hybrid. Wenn der Strom leer ist, das war gestern Abend, da haben wir das Bordnetz ein bisschen aufgeladen, das geht über den Schalter hier, kann ich also hier das Bordnetz aufladen. Mhm. Also Bordnetz benötigst du dann die ganzen Licht- und alle Elektrogeräte an Bord, das ist ja damit gemeint. Genau, Bordnetz, Fernseher, ja, WLAN, genau. Alles. Und der Antrieb selber hat eigene Batterien, die sind voneinander getrennt, sodass der Antrieb auch immer dann geht, wenn du mit dem Bordnetz versehentlich mal alles leer machst und umgekehrt. Ja. So. Also man kann die gegenseitig einspeisen. Nee, gegenseitig einspeisen nicht, aber du kannst mit dem Generator hier, kannst du hier umschalten mit dem Schalter, was geladen werden soll. Ah, das hast du gemacht. Du kannst also entweder beides laden auf einmal, dann geht es ein bisschen langsamer, dann kannst du nur den Antrieb laden. Du kannst sogar den Antrieb laden, während du fährst. Ja. Heute das ist der Wind aber wirklich... Wind ist ein bisschen stärker. Ja, ich muss immer hin und her. 2,8 haben wir. Echt? Ja, ist also noch nicht so wild. Sieht anders an, gerade. Ist auch, weil die Tür auf ist. Meinst du? Ja, das macht viel aus. Okay. So, ich zeige euch nochmal ein bisschen draußen. Zwischenstand, Schleuse, das ist der Altarm. War ich ja morgen schon joggen. Da geht es dann Richtung Innenstadt von Saint-Louis. Sehr cool, also auf jeden Fall eine Reise wert. Bis gleich. Die See ist ein bisschen kappelig. Der Wind hatte in Böen ein bisschen aufgefrischt, aber gar nicht so wild. Man muss ab und zu mal ein bisschen gegensteuern. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr in der Mitte gefahren bin, hat man natürlich genug Zeit zu reagieren und ich musste also das Querstrahlruder noch überhaupt nicht betätigen. Also da haben wir auch noch Reserven. Aber ab und zu, je nachdem wie der Wind kommt, sieht man eigentlich ganz gut an den Bäumen,
wie der gerade weht, kann man natürlich darauf Einfluss nehmen und kann eventuell dann auch gegen den Wind steuern. Alles nicht so wild, aber als wir losgefahren sind, da waren wir bei rund Windstärke 3. Guck mal gerade. Nee, 3 Meter pro Sekunde und jetzt sind wir bei rund 4,9, aber hängt natürlich auch davon ab, dass wir hier sehr, sehr offen sind. Hier sind wir in Dillingen an der Saar, sehr breites Saarstück hier, kurz vor der Schleuse und wir werden uns jetzt mal bei der Schleuse ankündigen. Ein bisschen hier gerade gegen den Wind steuern, kommen gleich unter der Dillinger Brücke durch und fahren gleich dann in die Schleuse ein. Marlene, was machst du da? Ich habe uns erstmal angelegt. Bald wird das Wasser nämlich genau in die andere Richtung runtergehen. Das hatten wir noch nicht. Bis jetzt ist immer nur das Wasser gestiegen. Stimmt, wir selbst hatten das noch nicht, aber in dem... In der Schleuse jetzt sind wir ja jetzt, ne? In der Schleuse hatten das, ja. In Wettlach, da hatten wir das schon. Und jetzt müsste das Wasser langsam sinken, was es auch schon tut. Das sieht man da schön. Ach, das wird schon gehen. Jetzt sinken wir. Ja, wann hole ich jetzt runter? Ja, sobald du ungut rankommst. Das dauert noch. Ja. Oder wirst du immer mehr voll der Profi? Ja, aber das ziehst du einfach bei. Das ziehst du einfach bei, ja, mach mal. Das klappt schon wirklich gut. Ist okay. Ja, es wird jetzt auch einfacher, weil. Ja, runter ist glaube ich noch einfacher. Nein, weil das Boot oben jetzt nicht mehr im Wind liegt. Ja, ja, meine ich schon. Ist jetzt windgeschützt, dann komme ich mal zu dir. Na? Aber da oben siehst du noch den Spiegel. Die Saarschifferin. Welchen Spiegel? Den Wasserspiegel. Den Wasserspiegel. Das ist verrückt. Aber es geht ganz schön wind, oder? Ja. Jetzt hier unten. Gehen wir runter. Da sind wir. Schon ein ekliges Gefühl. Ja, zieh mal bei. Zieh mal bei. Das ist krass, dass du hier so ein 10-Tonnen-Boot ziehst du einfach so mit. Bodypump. Achso, ich muss ein bisschen noch nachlassen, ne? Hebe ich noch das Schiff. Das ist lustig, ja? Alles. Ja, runterwärts ist, glaube ich, einfacher.